Die bulgarische Stadt Pomorie am Schwarzen Meer gehört zu den wenigen Orten Europas, an denen russische und ukrainische Bürger aufeinandertreffen. Ich heiße Svetlana Gololobova und komme aus der Region Kiew. Im April bin ich mit zwei meiner drei Kinder in Bulgarien angekommen. Mein ältester Sohn kann die Ukraine nicht verlassen, weil er 20 ist und mobilisiert werden kann. Ich war 36 Tage unter russischer Besatzung und habe alles mit eigenen Augen gesehen, was sie gestohlen haben, Menschen, die sie getötet haben. Am 1. März wurden 5 Personen aus meinem Dorf ermordet, auch ein 10-jähriges Kind, eine Klassenkameradin meiner Tochter. Als Kriegsflüchtling wird Svetlana kostenlos in diesem Hotel am Hauptstrand untergebracht. Heute putzt sie dort für 300 Euro im Monat, der Hälfte ihres Gehalts in der Ukraine. Hier ist sie sicher vor den Bomben, aber sie kann jederzeit auf russische Touristen stoßen. Einmal blieben ein paar Russen eine Woche lang im Hotel. Gott sei Dank sind sie jetzt weg. Als sie merkten, dass die Reinigungskräfte Ukrainer sind, haben sie uns ignoriert. Einmal habe ich sie gefragt, brauchen sie eine Putzhilfe? Sie sagten, nein, nein, brauchen wir nicht. Ich sagte, Pech gehabt. Und schloss die Tür. Pomorie ist bei den Russen seit 20 Jahren ein beliebter Ferienort. Er wird das bulgarische Klein-Moskau genannt. Jeden Sommer zieht es Tausende auf die Halbinsel, angelockt von Stränden, niedrigen Preisen und einer gewissen kulturellen Affinität. Die ehemalige kommunistische Volksrepublik Bulgarien gehört heute zur Europäischen Union und zur NATO. Aber Einfluss hat Russland immer noch. Bulgarien ist der Ukraine-Konflikt unangenehm. Seit Kriegsbeginn unterstützt das Land die Sanktionen gegen Moskau und nimmt mehr als 100.000 Flüchtlinge, vor allem in diesen Hotels an der Küste, auf. Aber Bulgarien gehört zu den wenigen Ländern der Union, in denen es pro-russische Demos gab. In dieser gespaltenen Nation leben Ukrainer und Russen, Putin-Befürworter und Gegner, nebeneinander. In Pomorie begegnen sie sich jeden Tag und gehen sich aus dem Weg. Vor dem Sommer mussten die Ukrainer den Touristen weichen. In dem Hotel, in dem man sie zuerst untergebracht hat, findet Svetlana einen Job und ein Zimmer im Souterrain. Es gibt ein Badezimmer mit allem, was dazugehört: Toilette, Dusche und Waschbecken. Da spülen wir auch das Geschirr. Alles in einem. Aber wir kommen klar. Kommt, Kinder, legt das Handy weg. Wir essen. Möchtest du noch Tomatenplaton? Komm, nimm noch etwas. Diese Tasche war für uns drei. Als die Russen weg waren, kamen die ukrainischen Soldaten zurück. Sie haben uns als erste Lösung angeboten, dass wir nach Bulgarien gehen. Ich war noch nie in diesem Land, aber ich habe nicht lange nachgedacht und entschieden, wir gehen. Dieses Provisorium dauert nun schon Monate. Während sie arbeitet, verbringen ihre Kinder die Zeit in diesem fensterlosen Raum. Svetlana hat ein Ziel: so schnell wie möglich nach Polen reisen. In Polen wird es einfacher mit der Schule.
und ich hoffe, dass ich dort einen Job finde. In Pomorje gibt es ja nur Saisonarbeit. Und jede Menge Russen. Je länger es dauert, desto mehr kommen. Ich habe ein ungutes Gefühl, hier könnte mal was passieren. Wie gut das riecht. Wow, du riechst echt gut, Valentina. Wow. Perfekt für einen Samstagabend. Der enthält viele Wirkstoffe und hilft gut bei Hautproblemen. Das ist eine typisch bulgarische Aktivität, das mögen wir. Wenn man mit Schlamm bedeckt ist, wirkt das total entspannend. Natalia und Valentina leben in Moskau. Seit 2016 verbringen sie jeden Sommer in Pomorje. Die Leute hier sind sehr gastfreundlich, deshalb kommen wir gerne her. Wir fühlen uns hier wie zu Hause. Es gibt auch keine Sprachprobleme, weil die Sprachen ähnlich sind. Dieses Jahr war die Reise länger und komplizierter. Wir mussten über Istanbul reisen und das war teuer. Wegen der Sanktionen dürfen russische Flugzeuge Länder der EU nicht mehr überfliegen. Viele Russen mussten auf ihren Bulgarien-Urlaub verzichten. Es war sehr schwierig und kompliziert. Aber wenn man will, hindert einen nichts daran, hier ans Meer zu kommen. Ich habe Hunger. Ich habe dir ein Sandwich gemacht. Wir essen später mehr. Komm, setz dich. In diesem Jahr zögert Natalia lange. Nicht wegen Transportproblemen, sondern wegen der ukrainischen Flüchtlinge in Pomorje. Ich hatte Angst, dass sie uns Russen gegenüber aggressiv sein würden, weil einige Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Für sie ist es viel schwieriger als für uns. Wir haben mit russischen und bulgarischen Freunden hier gesprochen. Da war schnell klar, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und dass es sicher ist. An einem nahegelegenen Strand fühlt sich Svetlana zunehmend unwohl in Pomorje. In Polen bereitet sich eine Freundin auf ihre Ankunft vor. Hallo. Hi. Endlich können wir reden. Ja, endlich. Ich weiß noch nicht, welcher Zug nach Polen fährt. Kein Problem. Du kannst mich später anrufen oder mir schreiben. Hast du ihnen gesagt, dass wir kommen und bei dir wohnen? Ja, die Eigentümer wissen, dass ihr kommt. Ich bin sehr froh. Wartest du auf mich? Ich komme. Natürlich, Svetlana. Für uns alle ist es so besser. Es gibt ein Problem. Ich habe keine Pässe für die Kinder, sondern nur ihre Geburtsurkunden. Und für mich nur einen alten Personalausweis. Ich hoffe, sie lassen mich über die Grenze. In Pomorje machen Russen nicht nur Urlaub. Hunderte haben sich hier niedergelassen, um Putins Politik zu entkommen. Lena und Mihai leben seit 2015 hier. Manchmal stehen die Leute schon um 5 Uhr morgens Schlange. Nachbarn beschweren sich, dass das Gerede sie aufweckt. Seit der Ankunft ukrainischer Flüchtlinge in Bulgarien wollen ihnen diese Russen aus Moskau helfen. Wo soll das hin? Hier? Ja, hier.
In den letzten 2 Wochen waren die Regale leer. Wegen der Annexion der Krim 2014 ist das Paar ins Exil gegangen. Wir haben Russland verlassen, weil wir nicht in einem Land leben können, dessen Regierung ein Nachbargebiet besetzt. Ich meine die Krim. Und einen Krieg im Donbass beginnt. Das konnten wir nicht hinnehmen. Damit konnten wir nicht leben. Im Flüchtlingszentrum überwacht Mihai den Eingang der Spenden. Es werden immer weniger. Oft bitten ihn Ukrainer auch um Hilfe. Diese Frau hat ein Problem mit dem bulgarischen Manager ihres Hotels. Er will sie vertreiben. Ich bat ihn, mir das Geld für den Monat zurückzugeben, weil ich früher gehe. Er sagte, du nervst, du bist echt unverschämt. Das ist demütigend und ist jetzt schon das 2. Mal passiert. Sie können sich beim Ministerium für Tourismus beschweren. Da gibt es Anwälte, die Ihnen beim Aufsetzen der Beschwerde helfen. Am Anfang gab es vor allem Probleme wegen der Sprachbarriere. In vielen Hotels ist es bis heute schwierig. Es gibt viele Missverständnisse. Als ich sie sah, wusste ich, dass sie mir helfen werden. Als der Krieg ausbrach, hatten wir keine andere Wahl, als den Menschen zu helfen. Sonst wären wir verrückt geworden. Mihais Frau Lena hat Pomurie ausgewählt. Die Stadt am Schwarzen Meer erinnert sie an die Krim, wo sie aufgewachsen ist. Wir nehmen die Liste von gestern für heute. Okay. In Moskau arbeitete Lena in der Musikproduktion. Mihai war Gitarrist. Eine Weile setzten sie auf Fernarbeit. Aber seit dem Krieg und der Verhärtung des Regimes ist dies unmöglich. Heute leben sie von ihren Ersparnissen und widmen ihre Zeit den Ukrainern von Pomurie. Mir ist klar, dass ich ein Bürger des angreifenden Landes bin. Aus dem Land, das mein Land angegriffen hat, kommen Flüchtlinge und ich muss ihnen helfen. Ich fühle mich auch verantwortlich, weil wir nicht reagiert haben. Ich bereue, dass ich nicht dazu aufgerufen habe, zu Demos zu gehen, als das in Russland noch möglich war. Mir war nicht bewusst, dass wir die Propaganda bekämpfen mussten. Die war so dumm, teuflisch, idiotisch und lächerlich, dass ich nicht glauben konnte, sie würde Früchte tragen. Vor ein paar Jahren war dieser Strand hier völlig überlaufen. Früher legten die Russen um 6 Uhr morgens ihre Handtücher auf den Strand, um einen Platz zu belegen. Jordan und seine Frau Vera betreiben in Pomurie ein kleines Restaurant. Mehr als das Schicksal der Ukrainer beunruhigt sie in diesem Sommer das Ausbleiben der russischen Touristen. Ist genug Joghurt da? Ja, aber wir müssen Knoblauch schälen. Normalerweise haben sie fast nur russische Kunden. In diesem Sommer kommen jedoch nur Bulgaren. Das macht sich bemerkbar beim Umsatz. Die Russen bestellen einen Salat, die 4 teuersten Spezialitäten der Speisekarte, dazu jeder ein Dessert und mehrere Flaschen Wein. Die Bulgaren wählen einen Raki und Salate, aber nur ein Hauptgericht zum Teilen. Das ist bei der Bestellung ein riesiger Unterschied von mindestens 40%. Wir haben das gleiche slawische Blut wie die Russen. Wir sind mit Russland aufgewachsen und meine Generation hat Russisch in der Schule gelernt. Sie haben uns vom türkischen Joch befreit. Wir sollten ihnen dankbar sein. Aber im Moment ist es so, als würden wir ihnen den Rücken zukehren. Okay, notiert.
Früher hingen in der Stadt überall russische und ukrainische Flaggen. Jetzt wurden alle entfernt. Gestern Abend hatten wir einen Tisch mit Ukrainern und daneben einen mit Russen. Ich dachte, das gibt einen Eklat. Aber am Ende gab es keine Probleme. Gar kein Problem. Es gibt jedoch auch Anzeichen für Feindseligkeiten in Pomorie. Als ich am 24. Februar aufgewacht bin, sagte mein Mann, in der Ukraine passiert was. 2 Tage später war uns klar, dass es sehr ernst ist. Putin hatte in seiner großen Rede sehr deutlich erklärt, wir haben lange gefordert, dass man uns nicht vor unseren eigenen Toren stört. Aber der Westen hat überhaupt nicht auf uns gehört. Ich wiederhole, überhaupt nicht. Deshalb mussten solche Maßnahmen ergriffen werden. Natalia betreibt in Russland ein Nagelstudio. 2000 Kilometer von der Heimat entfernt, holt sie der Krieg auch im sonnigen Pomorie ein. Gehen wir! Im bulgarischen kleinen Moskau werben Geschäfte auf Russisch. Das Einkaufen ist allerdings schwierig. Wegen der Sanktionen sind russische Bankkarten gesperrt. Wir müssen Bargeld benutzen. Für sie ist es besser, für uns nicht. Normalerweise bezahlen wir alles mit Karte. Danke, tschüss. Die Freundinnen arrangieren sich. Ein Bekannter von mir ist Masseur. Er ist Bulgare und Russe und hat ein Konto in Russland. Auf dieses Konto überweise ich das Geld und er hebt es hier für mich ab. Die meisten Russen haben solche Arrangements. Natalia und Valentina sind Vermieterinnen in Pomorie. Sie haben in diesem Viertel investiert, das vor 10 Jahren für die Russen gebaut wurde. Dieses Jahr ist das Viertel menschenleer. Schmeckt's? Ja. Süß? Nein. Milashenka, hast du Molopoly und Uno mitgenommen? Nein. Mist, hätten wir spielen können. Manche Russen haben weniger Geld und vielleicht auch ein bisschen Angst vor der Zukunft. Viele verkaufen jetzt, wie unsere Nachbarn im Erdgeschoss. Aber uns geht's gut hier. Wir verkaufen erstmal nicht. Wegen Sanktionen sind Banküberweisungen schwierig. Eigentümer, die Wohnungen verkaufen, wissen nicht, wie sie ihr Kapital in Russland abrufen können. Seit letztem März ist das internationale System für Finanztransaktionen für Russen gesperrt. Die Bevölkerung leidet unter einer Inflation von mehr als 17%. Trotz der Schwierigkeiten unterstützt Natalia ihr Land, auch über die sozialen Netzwerke. Ich liebe mein Land, meine Heimat, mein Volk. Und ich bin fest überzeugt, dass wir Recht haben. Denn gerade auf ukrainischer Seite gibt es so viele Fake News. Ich unterstütze das Land, in dem ich lebe und arbeite, das mir Möglichkeiten bietet und von dem aus ich reisen kann. Also den Ort, an dem ich so leben kann, wie ich will. Svetlana ist weit davon entfernt, leben zu können, wie sie will. Gehen wir darüber in den Schatten? Handtücher ausbreiten, zieh, Flipflops aus und ins Wasser. Wenn es die Arbeit erlaubt, holt Svetlana die Kinder aus dem Hotel und geht zum Strand. Es klappt maximal einmal pro Woche. Dann gehen wir baden. Steh auf. Wir machen ein Video für Bogdan. Am schwierigsten ist die Trennung von ihrem ältesten Sohn.
Sie unterhalten sich per Videonachricht. Hallo, mein Sohn. Wie geht's dir? Wir sind mit Mascha am Strand und hier ist Platon. Er wird braun. Wir sind alle hier und denken an dich. Bitte schick mal Nachrichten, wenn es geht. Arbeitest du oder bist du zu Hause? Ich hab dich lieb. Wenn er in den Krieg ziehen muss, hoffe ich nur, dass er lebend zurückkommt. Ich habe Angst, weil ich ihn nicht darauf vorbereitet habe, dass er Menschen töten kann. Aber ich spüre, dass er sehr wütend ist und sich rächen will. Wir werden uns bald in unserer Ukraine wiedersehen. Einer Ukraine im Frieden. Sie fürchtet, ihr Sohn wird von der Armee mobilisiert. Gehst du nicht schwimmen? Auch in Pomorie wirft der Konflikt seine Schatten. An den Stränden sind mehr Bulgaren als Russen. Dennoch hält sie Abstand. Ich habe mal gehört, wie Russen über die Ukraine sprachen. Da musste ich eingreifen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie bei uns eingedrungen sind, ohne dass wir um etwas gebeten hätten. Ich bin echt laut geworden. Danach waren sie richtig sauer. Russen und Ukrainer werden für immer Feinde sein. Es ist hart, was ich sage, ich weiß, aber so ist es. Mit den Bulgaren ist es auch schwierig, weil viele eher Russland glauben. Wenn sie Bombenanschläge erlebt hätten wie wir, würden sie alles verstehen. Am besten hält man sich bedeckt und geht. In diesem Land, dem ärmsten Europas, scheint es einige Bulgaren zu stören, dass sie Flüchtlinge um sich haben. In den Nachrichten sagte eine ukrainische Frau, ihre Kinder wollten ans Meer gehen. Wenn ich mit Kindern vor dem Krieg fliehen müsste, würde ich bei der Unterbringung keine Ansprüche stellen. Viele Bulgaren können es sich nicht leisten, ans Meer zu fahren. Sie bekommen keine Unterstützung. Und das führt zwangsläufig zu Ressentiments gegenüber den Ukrainern. Auch Jordan und Vera informieren sich in prorussischen sozialen Netzwerken. Nehmen wir zum Beispiel, was in Butscha passiert ist. Das war meiner Meinung nach eine amerikanische Inszenierung wie in einem Film, eine Fiktion. Ich habe Videos gesehen, die nachweisen, dass alles nach Drehbuch lief. Hast du Schweineleber gekauft? Nein, die bestelle ich in Pomorie. Die großen Unternehmen werden durchkommen, die machen sich keine Sorgen. Aber mittlere und kleine Unternehmen wie wir machen enorme Verluste. Weil den Russen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, fühlt sich Jordan unwohl. Aber wie viele Bulgaren braucht er sie als Kunden. Natürlich akzeptiere ich Russen weiterhin. Sie sind in meinem Restaurant willkommen. Ich respektiere Russland und die Russen. Vor den Ukrainern habe ich genauso Respekt. Wir sind slawische Völker. Brüdervölker. Das ist meine moralische Sicht. Obwohl einige Bulgaren Moskau unterstützen, glaubt Lena, dass Flüchtlinge in Pomorie eine Zukunft haben. Hallo. Gehen wir. Lena leistet humanitäre Hilfe und versucht, Ukrainer, die bleiben wollen, bei der Integration zu unterstützen. Dreimal die Woche gibt sie Bulgarischunterricht. Jede liest einen Satz und versucht, ihn zu übersetzen.
Der Satz lautet, diese Sommertage lassen erahnen, wie streng der Winter wird. Genau, super. Die nächste. Sehr gut, jetzt übersetzen. 5 Monate nach der Ankunft in Bulgarien haben nur 15% der Flüchtlinge Arbeit gefunden. Die Sprache ist ein Haupthindernis. Ich bringe ihnen die Grundlagen bei, damit sie sich wohler fühlen und sich besser in den Alltag integrieren können. Eigentlich möchte ich nur, dass sie die Liebe Bulgariens spüren. Als wir ankamen, hatten wir nichts. Alles, was wir jetzt haben, verdanken wir den Bulgaren. Sie sind sehr offen und großzügig. Aber eins ist mir aufgefallen. Einmal lief ich durch Pomorie und stieß auf dieses Gebäude. Kleines Russland. Ich war fassungslos und dachte, wie ist das möglich? Warum sollte es hier ein kleines Russland geben? Das habe ich bulgarische Bekannte gefragt. Aber alle sind einer Antwort ausgewichen. Die Meinung mag sich ändern, aber ich denke, dass Bulgarien trotz allem im Schoß der Europäischen Union bleibt. Ich habe viel Solidarität von Bulgaren gegenüber Ukrainern erlebt. Von einfachen Leuten, Polizisten. Das macht mir Hoffnung, dass sich alles in die richtige Richtung bewegt. 2 schöne Augen, die Seele eines Kindes. In 2 schönen Augen Musik, Lichtstrahlen. Sie wünschen und versprechen nichts. Ich habe getan, was ich konnte. Danke. Sie sehen, wir haben Spaß. Im Bulgarischunterricht haben wir eine kleine Pause und denken ein paar Stunden nicht darüber nach, was in der Ukraine passiert. Was wehtut? Wenn ich an meine Stadt Charkiw denke und an meinen Sohn an der Front. Ich denke den ganzen Tag nur daran. Unsere Seelen müssen zur Ruhe kommen. Natürlich machen wir uns Sorgen, denn jede Familie kann betroffen sein. Sie können jeden einziehen. Unsere Brüder, unsere Schwestern können sich an der Front treffen. Ich möchte glauben, dass all das nicht umsonst ist. Dass wir das gesetzte Ziel erreichen und dass es so schnell wie möglich geschehen wird. In 3 Tagen reist Svetlana ab, wenn alles gut geht. Hallo. Hallo. Tür zu. Lena, die Svetlana seit der Ankunft kennt, und Elena, selbst Flüchtling, helfen ihr bei der Reisevorbereitung. Sie stellen fest, dass Svetlana nur einen Personalausweis hat. Soweit ich weiß, kannst du mit den Dokumenten nicht von Bulgarien nach Polen reisen. Ziemlich sicher. Auch nicht im Zug? Nein. Die Bedingungen für die Einreise nach Polen wurden verschärft. Man braucht jetzt mindestens einen internationalen Reisepass. Du kannst deinen Reisepass auch hier beantragen und warten, bis er fertig ist. Aber wo soll ich mit den Kindern hin? Du kannst die Kinder in der Schule anmelden. Aber wo sollen wir wohnen? Wie bekommen wir was zu essen? Wir haben nichts mehr zum Leben, keine Wohnung, keine Arbeit. Sveta, hör zu! Ich will nicht mehr hier bleiben. Was willst du dann? Es gibt eine Möglichkeit. Eine Ukrainerin in Plovdiv hilft Flüchtlingen wie dir, eine Wohnung zu finden. Ich lebe hier nicht. Ich existiere nur. Ich lebe nur, um Geld zu verdienen und zu gehen.
Ich esse nicht mal. Ich arbeite nur. Ich will nur, dass meine Kinder in Sicherheit sind. Das ist alles. Niemand will mich hier. Was soll ich machen? Meine Tochter sagt ständig, lass uns in ein Café gehen. Wir gehen irgendwo hin, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber ich habe nichts. Punkt. Fertig. Ihre ganze Kindheit ist vorbei. Danke, Russland. Danke für diese schönen Geschenke. Ich muss das einstecken, verdauen, überlegen, wie es weitergeht und dann entscheiden. Am besten darüber schlafen. Einige Tage nach unserer Abreise aus Bulgarien erhält Svetlanas Sohn Bogdan diese Videonachricht in der Ukraine. Hallo, wir sind's. Sveta, Platon, Mascha. Wir sind in Polen, in Warschau. Wir haben Grenzen von 6 Ländern passiert. Serbien, Ungarn, Slowenien, Österreich, Deutschland und Polen. Alle haben für mich gebetet. Sie haben uns durchgelassen, wir haben es geschafft, auch wenn ich nur noch 30 Euro habe. Dank der Nachsicht der Polizei kann Svetlana die Europäische Union ohne Pass durchqueren. In Polen bekommt sie eine Stelle als Haushaltshilfe. In Pomorie leben noch fast 600 ukrainische Familien. Für russische Staatsangehörige schließen sich die Tore Europas jedoch jeden Tag mehr.